Gesundheit ist unser wichtigstes Gut, oder nicht? Ein deutscher Philosoph namens Arthur Schopenhauer hat mal gesagt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Stell dir jetzt also vor, du gehst zum Experten, also zum Arzt, weil du ja davon ausgehst, dass er sich mit seinem Expertenwissen wirklich bei Gesundheit auskennt, oder? Und jetzt bekommst du eine Woche später einen Anruf und es heißt, deine Blutwerte seien alle wirklich gut. Wie zufrieden wärst du jetzt eigentlich mit der Aussage deines Arztes, dass alles in Ordnung sei, wenn ich dir sagen würde, dass du aber vielleicht sogar recht damit hast und auch spürst, dass Dinge wie Energiemangel, Abgeschlagenheit und all solche unspezifischen Symptome aber trotzdem da sind. Denn Medizin wird heutzutage primär regiert durch unser System, aber unter anderem auch viel durch Fehlinformationen und durch veraltete Studien. In diesem Video sprechen wir darüber, was es überhaupt bedeutet, sich bei Blutanalysen im grünen Bereich zu befinden und welche Werte überhaupt aussagekräftig sind oder nicht. Also viel Spaß dabei. Hey und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, falls du neu hier bist. Mein Name ist Timo Osterhaus, ich bin Arzt und Akademieleiter und auf diesem Kanal sprechen wir über evidenzbasierte Tools und Strategien, die dich dabei unterstützen, dein Leben gesünder und vor allem länger zu leben. Ganz wichtig zu Beginn ist, dass es in diesem Video nicht darum geht, Medizin oder irgendetwas anderes in dieser Richtung schlecht zu machen, sondern vielmehr darum, Menschen, die mit unspezifischen Symptomen kämpfen, bei unserer standardisierten Schulmedizin eine Stimme zu geben und dir auch zu zeigen, was du im Detail tun solltest, wenn du wirklich Gesundheit messbar machen möchtest und nicht nur wie die Schulmedizin Krankheiten messbar macht. Starten wir mit Referenzwerten. Referenzwerte sind das, was in der Medizin am meisten falsch verstanden wird. Wikipedia sagt zu Referenzwerten ganz klar das Folgende hier. Referenzbereiche werden statistisch aus Untersuchungsergebnissen gesunder Personen ermittelt. Als normal werden solche Ergebnisse bezeichnet, die bei 95% aller gesunden Untersuchten gefunden werden. Grundsätzlich, lass diesen Satz nochmal ganz kurz für dich Revue kapitulieren. Es ging da ja gerade um Gesunde, oder? Jetzt lassen wir mal ganz kurz überlegen, welche Menschen messen denn wirklich im Detail ihr Blut? Sind das Gesunde oder sind das Menschen, die ein Grundproblem haben, die deswegen zum Arzt gehen, ihre Werte untersuchen lassen? Können wir deswegen eigentlich sagen, dass Referenzwerte, wir gehen gleich nochmal ganz genau darauf ein, was es ist, weil es waren ja noch so ein paar andere Wörter wie Statistik zum Beispiel mit da drin. Sind es wirklich gesunde Menschen, aufgrund dessen Durchschnittswerte dann langfristig wirklich Referenzbereiche entstehen? Denn gesund ist ja auch nicht wirklich definiert, das ist ein ganz anderes Thema, darauf ich jetzt gar nicht eingehen. Aber Referenzwerte sind das, was heutzutage am meisten falsch verstanden wird, weil wir davon ausgehen, dass das die Gesundheitswerte, die Normwerte, die Optimalbereiche sind. Und ich will dir jetzt mal ganz kurz aufzeigen, was Referenzbereiche überhaupt sind. Du kennst das, das ist in so einem Ampelprinzip, das heißt, im grünen Bereich sind wir super, im gelben Bereich, also links und rechts vom grünen, ist eher schlecht, im roten Bereich ist dann ganz schlecht. Was bedeutet das denn jetzt im Detail überhaupt? Wir haben hier wie folgt einen Graphen und grundsätzlich nennt sich das Ganze eine gaußsche Normalverteilung. Das heißt, die Kurve sieht wie folgt aus. Die soll natürlich symmetrisch sein, muss man natürlich ehrlicherweise auch gestehen. Ist sie jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ganz wichtig, wir haben einen oberen, wir haben einen unteren Bereich, wir haben hier 2,5%, wir haben hier 2,5%. Das ist jetzt pure Statistik, worüber ich hier eigentlich rede. Die Zahlen hier unten müssen dich gar nicht weiter interessieren. Und hier haben wir 95%, die übrig bleiben. Ist ja recht logisch, wenn wir 2,5 und 2,5 abziehen. Das heißt, dieser blaue schraffierte Bereich jetzt hier, das im Detail ist das, was der Referenzbereich ist. Das, was ich jetzt hier rot male, das sind quasi die Ausreißer. Das sind also die 2,5% über und die 2,5% unter dem Referenzbereich. Und was das Ganze jetzt bedeutet, ich schreibe es nochmal hier mit dran. All das, was sich jetzt hier unter der Kurve befindet, also diese 95%, das ist der grüne, in Anführungsstrichen, Referenzbereich hier unten. Und das ist das, was dir suggeriert wird, als wäre es der Bereich, in dem du dich auf jeden Fall befinden sollst. Aber all das, was wir hier jetzt aufgemalt haben, eine gaußsche Normalverteilung, ist nichts anderes als Statistik. Das heißt, diese Referenzbereiche oder auch das, was dir als grüner Bereich suggeriert wird, hat nichts damit zu tun, ob du dich im gesunden, im ungesunden Bereich befindest, sondern es geht nur darum,
dass du dich in 95%, also quasi in einem statistischen Durchschnittswert befindest, der von allen Menschen entsteht oder ermittelt wird aufgrund der Tatsache, dass bei ihnen Blutwerte kontrolliert werden. Also, um dir mal ein ganz klares Beispiel zu geben, schauen wir uns Ferritin an. Ferritin ist wichtig für deinen Eisenspeicher. Also es ist das Molekül, was du als Eisenspeicher bestimmst. Will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Grundlegend ist es so, von Labor zu Labor ein bisschen unterschiedlich, ist der Referenzbereich, also diese 95% vom Prinzip, in dem du dich hier befinden möchtest oder in dem du sein solltest, bei Ferritin so ungefähr von 15 bis 300 circa. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil, sind wir jetzt mal ehrlich, wer passt denn nicht in 15 bis 300 rein? Dieser Bereich ist so groß, dass wir dadurch immer mehr Menschen haben, die in diesen Bereich reinfallen. Und langfristig, dadurch, dass wir immer mehr kranke Menschen auch haben, ist es einfach so, dass diese Bereiche immer größer werden. Das heißt, bei Vitamin D zum Beispiel hat sich der Referenzwert von ein paar Monaten angepasst. Bei den Schilddrüsenwerten passen sich die Referenzbereiche, was das TSH und Co. angeht, immer weiter an. Das heißt, dieser Bereich wird immer größer und damit sieht es aus, als wären immer mehr Menschen im Referenzbereich. Die Leute haben aber zum Teil eben große Symptome. Und das ist ein riesengroßes Problem und das siehst du hier zum Beispiel am Beispiel des Eisenspeichers. Das heißt, man kann ganz klar sagen, dass Referenzbereiche nichts damit zu tun haben, ob du im gesunden oder ob du im ungesunden oder vielleicht sogar kranken Bereich bist. Natürlich ist es irgendwie etwas, was wir standardisieren müssen, wo wir sehr schnell sehen können, ob wir einen Menschen eher in einem gesunden oder in einem kranken Bereich sehen, aber wir sprechen hier von Statistik. Und nochmal, Wikipedia hat gesagt, das ist der Durchschnittswert 95% der Menschen, die von Gesunden entstanden sind. Und das ist einfach nicht richtig, weil grundlegend ist es so, dass die meisten Menschen, die sich Blut abnehmen lassen, sind die, die eine Grundproblematik haben. Und ist es da so, dass wir da einen Durchschnittswert rausziehen sollten? Und haben wir einen Sportler, ist letzten Endes das Ganze viel individueller. Haben wir einen älteren Mensch, ist das individueller. Haben wir einen jüngeren Menschen, ist das individueller. Haben wir jemanden mit spezifischen Symptomen wie Schilddrüsenproblemen, ist auch das wieder individuell. Das heißt, Blutwerte sind keine statistischen Werte, die wir erheben sollten, sondern das sind individuelle Werte. Mal abgesehen davon, dass Blutwerte sich auch mit der Zeit weiterentwickeln, aber dazu gleich im nächsten Punkt mehr. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich dem Messmedium. Du siehst hier mehrere Blutröhrchen liegen, das heißt, hier ist sogar Blut drin. Wir haben Orange-Röhrchen, Serum-Röhrchen, wir haben EDTA-Röhrchen, wir haben Lithium-Heparin-Röhrchen, wir haben ganz viele verschiedene Röhrchen. Es ist ganz essentiell wichtig, in welchem Röhrchen letzten Endes was untersucht wird. Ich blende dir mal hier ein Labor ein. In diesem Labor siehst du die Laborparameter von einem Anfang 30-jährigen Mann. Du siehst hier Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und du siehst, diese Werte sind eigentlich außer Kalium alle im Normbereich. Grundsätzlich siehst du auch, da steht drunter Magnesium zum Beispiel im Serum bestimmt. Bei den anderen ist es genau das gleiche, ist auch das im Serum bestimmt, da hat man sich das dann nur gespart aufzuschreiben. Und du siehst, es ist alles im Referenzbereich. Jetzt blende ich dir mal ein Labor ein, das ist von genau dem gleichen Mann, von genau der gleichen Blutanalyse. Gleiche Nadel, gleiches Blutröhrchen, alles gleich. Und hier siehst du jetzt noch ein paar andere Dinge. Du siehst aber auch Kalium, du siehst zum Beispiel auch Magnesium. Und da erkennst du, dass Magnesium zum Beispiel jetzt plötzlich am unteren Referenzbereich ist. Das heißt, wir befinden uns hier bei 31,4. Das heißt, wir sind so 0,2 Punkte vor dem Ende des Referenzbereichs. Wie kann denn das jetzt sein? Vorher waren wir ja in der Mitte des Referenzbereichs. Wenn wir uns Kalium zum Beispiel anschauen, Kalium war vorher sehr niedrig, ist jetzt so ein bisschen besser, als es vorher gewesen ist. Calcium ist recht ähnlich. Das heißt, es war vorher ungefähr im unteren Drittel, ist jetzt immer noch im unteren Drittel. Und das steht jetzt nicht mehr im Serum, sondern das steht im Vollblut. Und was genau hat es denn jetzt damit auf sich? Wenn du dir ein Blutröhrchen nimmst, das heißt, wir nehmen jetzt einfach ein ganz normales Serumröhrchen, was normalerweise orange ist. Und hier ist es so, dass wir dem Patienten jetzt Blut abnehmen. Das heißt, wir machen dieses ganze Röhrchen voll mit Blut bis hier oben. Und jetzt haben wir hier Vollblut drin, weil ist ja das volle Blut, denn wir haben das ja gerade abgenommen. Jetzt ist es normalerweise so, dass wir dieses Röhrchen nehmen und ins Labor schicken. Und jetzt wird das zentrifugiert. Das heißt, das wird in eine Maschine gestellt, wo das sich ganz, ganz, ganz schnell dreht und das mehrere Zeit lang. Und dann haben wir hier unten plötzlich etwas, was sich absetzt
Und dann haben wir etwas hier oben, was eigentlich jetzt gelb sein sollte, was sich absetzt, was dann auch wirklich eine gelbe Farbe hat. Und das hier oben ist das Serum und das hier unten sind die Blutzellen. Und wie du ja gerade eben gesehen hast, haben wir bei dem Mann, bei dem Patienten, mehrere Werte hier gemessen. Und wir haben aber auch mehrere Werte bzw. die gleichen Werte nochmal hier gemessen. Und das ist ein Heidenunterschied, weil wenn wir uns jetzt hier eine Gerade entlang ziehen und wir gucken uns jetzt zum Beispiel mal zwei von den Werten an, die wir gemessen haben, nämlich Magnesium. Da ist es so, dass Magnesium ungefähr zu 70% sich in diesem Blutbestandteil befindet, denn er ist intrazellulär. Und nur 30% befinden sich im Serum. Bei Natrium ist das ein bisschen anders. Da haben wir ganz wenig intrazellulär und ganz viel hier oben. Das heißt, da haben wir so 90% hier. Hier unten haben wir nur so 10%. Das hier haben wir gesagt, ist Magnesium. Das hier ist Natrium. Calcium hatten wir ja zum Beispiel auch noch. Calcium sieht genauso aus wie Natrium ebenfalls. Und das können wir mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel auch mit Selen machen. Selen ist zum Beispiel ein bisschen anders als bei Magnesium, 35, das ist Selen, also wichtig für die Schilddrüse. Und damit siehst du jetzt ganz klar, wenn wir nur im Serum etwas bestimmen, wir nur 30% des Magnesiums messen können. Das heißt, die anderen 70%, von denen wir ja wissen wollen, wie viel Magnesium wir überhaupt in Summe haben, die befinden sich letzten Endes intrazellulär. Und 99,9% wahrscheinlich der Ärzte und Mediziner bestimmen nur die Standardwerte aus dem Serum. Und ich kann so überhaupt nicht sagen, ob mein Patient einen Magnesiummangel hat, ob mein Patient einen Selenmangel hat. Bei Natrium kann ich das schon sehr gut an und für sich, weil ich 90% im Serum vorliegen habe und nur 10% hier unten. Das ist dann wieder was anderes. Aber bei 70-30, selbst bei 80-20 wäre das viel zu gering. Und das ist ein riesengroßer Punkt, warum wir heutzutage eine ganz, ganz, ganz große Dunkelziffer auch haben, wenn es darum geht, bei Mineralstoffen einen Mangel zu haben, beziehungsweise diesen Mangel eben nicht zu erkennen. Weil im Serum sehen die Werte ganz oft super aus. Im Vollblut, wenn wir uns das gesamte Mineralstoffdepot anschauen, weil wir eben die Blutzellen mit dazu nehmen, aber nicht. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu differenzieren. Und um dir jetzt nochmal ein ganz klares Beispiel zu geben, dass es auch andere Labore gibt, die genau das widerspiegeln, was ich dir gerade gesagt habe, schauen wir uns mal das IMD an. Eines der größten und bekanntesten Labore, was in Berlin sitzt. Und das IMD sagt, die Mineralstoffanalyse im lysierten Heparin oder der EDTA-Vollblut, musst du gar nicht im Detail verstehen, geht nur darum, dass das theoretisch zwei Blutröhrchen sind, in denen man das bestimmen kann, bestimmt gleichzeitig die zellulär gebundene, also zellulär gebunden, das ist das, was ich dir eben aufgemalt habe in den Zellen, als auch die frei im Serum lokalisierten Metalle zum Beispiel. Die Metalle wie Kalium, Zink, Magnesium, Selen oder Kupfer sogar zu einem großen Teil intrazellulär gespeichert werden. Siehe Abbildung, das ist genau die Abbildung, die ich dir eben quasi aufgemalt habe. Erlaubt nur eine Vollblutmineralanalyse eine optimale Einschätzung des Spurenelementhaushaltes. Und das ist ganz wichtig, dass du verstehst, wenn du Gesundheit messen möchtest. Das heißt, wenn wir auch über solche Dinge sprechen, wie über Energiemangel und Co., haben wir auch ein großes Video dazu gemacht, schau mal hier oben. Dann ist es ganz wichtig, dass du solche Dinge wirklich im gesamten Spurenelementhaushalt bestimmst und nicht nur im Serum die Parameter. Das heißt, Vollblutmineralanalyse ist hier definitiv der Goldstandard für dich. Wenn du dich jetzt fragst, kannst du das überall machen, beim Hausarzt oder wo du auch sonst möchtest, das hängt ganz grundlegend davon ab, ob dein Hausarzt sowas überhaupt bestimmt. Die meisten kennen den Unterschied nämlich gar nicht. Und grundlegend, wenn du es selber bestimmen möchtest, es gibt ganz viele freie Labore mittlerweile, gibst du einfach bei Google ein, deine Stadt, freies Labor, dann findest du ganz, ganz, ganz viele Labore, wo du einfach hingehen kannst, die Werte bestimmen lassen kannst und damit dann theoretisch auch zu deinem Arzt gehen kannst oder auch dir andere Möglichkeiten suchst, um diese dann langfristig ausgewertet zu bekommen oder du hast vielleicht selber Erfahrung und kannst das sogar selber machen. Es gibt aber auch moderne Labore wie zum Beispiel Sarascreen, Medivere und Co., wo du online Blutkits bestellen kannst und das Ganze dann aus der Fingerkuppe machen kannst. Ist dann Kapillarblut, ist aber auch sehr, sehr aussagekräftig und korreliert sehr gut mit den Werten aus der Vene selber, also ist auch sehr, sehr, sehr aussagekräftig. Und da kannst du in ein kleines Röhrchen das Hineintropfen einschicken und dann bekommst du deine Werte online nach Hause geschickt. Kommen wir zum dritten Punkt, nämlich zu den unterschiedlichen Einheiten. Um die Verwirrung jetzt komplett zu machen, Vitamin D
kennst du sicher, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Stoff. Vitamin D ist für unsere gesamte Gesundheit extrem wichtig und ein guter Referenz- und auch Optimalbereich bei Vitamin D liegt so bei 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Ich blende dir jetzt mal hier ein Labor ein, wo du siehst Vitamin D 41,3 im Referenzbereich, im grünen Bereich. Das ist doch jetzt merkwürdig, oder? Ich habe ja gerade gesagt, eigentlich wäre 100 bis 150 genau der richtige Bereich. Ich blende dir jetzt mal hier drüber noch ein Labor ein und das ist genau der gleiche Patient, da steht 100,3 Nanomol pro Liter. Du musst nämlich hier auf die Einheit achten. Um die Verwirrung wirklich komplett zu machen, die Labore benutzen unterschiedliche Einheiten. Das heißt, du siehst hier 100,3 Nanomol pro Liter, ist zwischen 100 und 150, ist super. Und darunter sahst du ja 41,3, das ist der umgerechnete Wert in Nanogramm pro Milliliter. Das ist genau das gleiche, nur eine andere Einheit. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz häufiger Fehler, dass Menschen sich die Einheiten nicht angucken und dann sagen, ja, ich habe einen Wert von 106 oder ich habe einen Wert von 40. Und das hängt dann ganz davon ab, in was für eine Einheit wir das Ganze uns anschauen oder in welcher Einheit das Ganze gemessen ist, damit du überhaupt sagen kannst oder auch dein Therapeut überhaupt sagen kann, ist das zu viel, ist das zu wenig? Mal ganz abgesehen davon, dass die meisten Ärzte sowieso sagen, Vitamin D ist unwichtig, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wenn dich das interessiert, dann schreib es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten, das sind die drei allerhäufigsten Fehlinterpretationen oder die drei häufigsten Fehlerquellen bei Blutanalysen. Einmal die Referenzbereiche, dass du denkst, im grünen Bereich zu sein, ist genau das, wo du hin solltest. Ganz oft ist das aber nicht der Fall. Und nur weil du im grünen Bereich dich befindest, bedeutet das nicht, dass es gut ist. Und nur weil du dich im roten befindest, bedeutet es auch nicht, dass es schlecht ist. Es ist nur ein statistischer Wert. Zweitens war das Thema der Vollblutanalyse. Das heißt, dass du die Mineralien im richtigen Parameter, also im vollen Blut messen sollst und nicht nur in einem kleinen Teil davon. Und der dritte Teil waren die unterschiedlichen Einheiten. Und das macht das Ganze für dich viel einfacher, aber auch, wenn du mit deinem Therapeuten darüber sprichst. Das heißt, das sind die drei wichtigsten Dinge, warum Blutwerte in Summe überhaupt falsch verstanden werden. Und so wir eine riesengroße Dunkelziffer haben, aber eben auch denken, jemand ist beim Magnesium im Superwert, ist er vielleicht aber gar nicht. Und wenn du das Thema schon interessant fandest, dann schau dir das Video hier oben auf jeden Fall mal an. Da sprechen wir ganz im Detail über Energiemangel, wie das Ganze zustande kommt, beziehungsweise was du auch dagegen tun kannst. Also, bis dahin, dein Timo.